Hi und herzlich willkommen zu meinem Langzeit-Review der Rollei 530. Das ist dieses gute Ding und vorab muss ich sagen, es ist wirklich die günstigste Alternative zu einer GoPro, die wirklich brauchbares Footage liefert. Ohne Witz, GoPros sind ziemlich teuer geworden und mit diesem Ding könnt ihr schon ziemlich viel rocken. Ja, das Display ist kleine 2 Zoll groß und wie man sieht, ist es nicht wirklich sehr schön, aber ich hoffe, dass sie dafür mehr in den Sensor und die Bildqualität investiert haben. Auch gut ist der 170 Grad Weitwinkel dieser Kamera, denn da muss man bei Action-Szenen nicht immer hoffen, immer alles im Bild zu haben, sondern hat einfach wirklich sehr oft fast immer alles im Bild, was man drauf haben will. Was auch wirklich sehr gut zu wissen ist und mich wirklich sehr freut, ist, dass sie hier einen ziemlich guten Bildstabilisator integriert haben, weil ohne den würde das Bild so sehr verwackeln, da die Kamera so leicht ist und wenn man mit ihr Handheld filmt, wird das halt einfach schief gehen. Ein großes Kaufargument ist auch, wie man hier lesen kann, dass diese Kamera 4K, sprich UHD, unterstützt. Aber davon würde ich auf jeden Fall abraten, weil das geht nur in lapprigen 30 FPS. Ich würde euch empfehlen, Full HD einzustellen und dann mit den ganzen 60 FPS aufzunehmen, damit ihr in der Nachbearbeitung schön auf Slow Motion ziehen könnt. Theoretisch kann man seine Bilder und Videos per Wi-Fi auf sein Handy ziehen, aber praktisch habe ich das wirklich noch nie wirklich gebraucht, aber wer will, kann es natürlich machen. Mit dabei sind auch andere Modi, wie zum Beispiel der Zeitraffer-Modus. Damit kann man zum Beispiel langanhaltende Momente festhalten, wie einen Sonnenuntergang oder einen Sonnenaufgang. Was ich auch wirklich sehr lobenswert finde und eins mit der größten Argumente war, dass ich mir diese Kamera gekauft habe, ist, dass eine wasserdichte Hülle dabei ist, mit der man bis zu 40 Metern tauchen kann und wem das nicht genug ist, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Der Fotomodus kann mit bis zu 14 Megapixeln wirklich brauchbare Ergebnisse erzielen, aber nur solange es hell ist, denn im Dunkeln hat diese Kamera wirklich nichts verloren. Auch wenn ein Raum nur etwas abgedunkelt ist, fängt das Bild direkt schon an zu rauschen und das ist wirklich nicht mehr schön anzusehen. Also alles in allem kann ich diese Kamera wirklich an Hobbyfilmer empfehlen, die nicht zu viel Geld für eine GoPro ausgeben möchten, aber trotzdem akzeptable Aufnahmen haben möchten. Damit kriegt ihr es auf jeden Fall hin, Link unten in der Beschreibung. Wenn ihr noch mein Unboxing zu dieser Kamera sehen wollt, war glaube ich mein drittes Video oder so, hat auch schon 670 Aufrufe, übel krass. Könnt ihr auf jeden Fall mal hier oben gucken, habe ich da auf jeden Fall für euch verlinkt. Ja, jetzt bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr bisher durchgeguckt habt, dass ihr vielleicht unten ein Like da lässt. Das würde mich nämlich übel freuen. Und es wird mich auch sehr motivieren, weiterzumachen, denn viele Leute wissen gar nicht, wie aufwendig es ist, solche Videos zu produzieren und es würde mich einfach sehr freuen, wenn ich ein bisschen Unterstützung von euch kriegen würde. Vielen Dank und ciao.